Klettersteige sind der Trendsport des 21. Jahrhunderts. Darüber kann man nicht diskutieren. Und wo viele Menschen sind, ja, da menschelt es. Da tut sich was. Aber nicht immer tut sich was Gutes und manchmal wird es sogar richtig gefährlich. Das darf und soll euch nicht passieren. Deshalb geht es heute im Klettersteig-Grundlagenkurs um die wichtigsten Verhaltensregeln am Klettersteig, um sich selbst und andere nicht in Gefahr zu bringen. Nach mir die Sinnflut. Diese Einstellung ist heute leider kein Einzelfall mehr. Aber gerade im Bergsport sind wir eigentlich so verbundene Menschen. Der Klettersteig jedoch zeigt oft mal, das ist ein sehr dünner Grat, auf dem wir uns hier mit unserer Verbundenheit bewegen. Klettersteige, vor allem Sportklettersteige, haben eine Eigenschaft, die für uns Menschen natürlich sehr limitierend wirkt. Es gibt ein Seil und eine Route bzw. einen Weg und es ist eben nicht wie auf der Autobahn, dass man einfach überholen kann, solange man mal kurz blinkt. Kurz, wir haben einen Weg, auf dem wir viele Menschen hintereinander gehen müssen und nicht nebeneinander gehen können. Da sich vor allem bei schweren Steigen natürlich Tritte und Griffe immer mehr dezimieren und ein Klettersteig eben keine Fußgängerzone ist. Doch was bedeutet das nun? Wir müssen uns beim Klettersteig ein Ordnungssystem überlegen, damit ein Klettersteig nicht zur Love Parade wird. Und wenn man das Ordnungssystem jetzt noch ganz frech Regeln schimpft, dann rollen gleich alle schon wieder mit den Augen. Schon wieder will mir irgendwer etwas vorschreiben. Ja, genau so ist es. Mit dem Klettersteig als Angebot gibt es nämlich in erster Linie viel mehr Pflichten, denen man zustimmt, als Rechte, die man sich nehmen kann. Dass das vielen Leuten nicht einsehen wollen, das wird zu einem immer größeren Problem in den letzten Jahren. Doch die meisten Neueinsteiger ins Thema wissen oftmals überhaupt nicht, wie man sich am Klettersteig am idealsten verhält, damit alle sicher und glücklich unterwegs sind. Deshalb hier heute einige Empfehlungen und vor allem, warum diese Empfehlungen wirklich Sinn ergeben und wichtig sind. Erstmal sollte man sagen, es gibt kein offizielles Regelwerk für Klettersteige. Es ist vor allem eine soziale Geschichte, die ein paar Regeln sinnvoll macht. Ungeschriebene Regeln, könnte man sagen. Nachteil ist natürlich, dass ungeschriebene Regeln oftmals nicht so konsequent eingehalten werden. Vor allem von den, wie nennt man das heute, empathisch Benachteiligten. Arschlöcher soll man ja nicht mehr sagen. Trotzdem, seid ihr vielleicht nicht benachteiligt, sondern einfach nur unwissend, dann sind die folgenden Minuten für euch sicher Gold wert. Regel Nummer 1, die Abstände. Bei einem Klettersteig gibt es an unterschiedlichen Stellen Verankerungen, an denen man das Klettersteigseil immer wieder umhängen muss. Diese Verankerungen sind auch der logische Endpunkt bei einem Absturz. Jedoch stürzt man natürlich ein ganzes Stück unter die letzte Verankerung, da ja noch die Dehnung des Klettersteigsets hinzukommt und natürlich auch der Bandfalldämpfer. Gerade in senkrechten Passagen, in denen das Stahlseil relativ gerade nach oben verläuft, stürzt die betroffene Person das Stahlseil entlang. Steht man bei einem Sturz gerade etwas unter dem Betroffenen, wird man wortwörtlich vom Stürzenden erschlagen. Da man in dieser Situation aber vermutlich gerade selbst hochsteigt und nicht an der Verankerung steht, stürzt man selbst ebenfalls ab. So hat man quasi die Kette der Abstürzenden zu verantworten, aber jedenfalls nicht als die Person, die als erstes gestürzt ist, sondern die, die dahinter stand. Denn nur bei genügend Abstand kann ein Sturz für alle anderen am Klettersteig ungefährlich sein. Bleibt die Frage: Woher weiß ich das? Also, woher weiß ich, wie viel Abstand jetzt der richtige ist? Das ist relativ einfach und nach einer Zeit hat man das auch schnell abgeschätzt. Ist eine Person im Klettersteig vor einem und das Seil verläuft ziemlich gerade nach oben, schaut man, wo sich der letzte Stahlstift der vorderen Person befindet, also in welchem Seilabschnitt er oder sie gerade gesichert ist. Von diesem unteren Stift muss man nun etwa 3,5 Meter nach unten schätzen. Schätzt man 4, tut es auch nicht weh, schätzt man 3, kann es gut gehen, muss aber nicht unbedingt. Aber ungefähr sollte man hinkommen. An diesem Punkt solltet ihr euch noch nicht selbst wiederfinden, sondern eben ein Stück dahinter. Ergo, im steilen Gelände sind 3,5 Meter Abstand zum Vordermann eine gute Möglichkeit, um einen ausreichenden Sicherheitsabstand zu haben. Falls ihr glaubt, die Zahl habe ich gewürfelt, nicht ganz. Stürzt man in die Sicherung hinein, muss man beim aufgerissenen Klettersteigset etwa 3 Meter Sturzweg einrechnen. Das kann von Sturz zu Sturz variieren, vor allem, weil auch heute noch Klettersteigsets nach älteren Normen häufig verwendet werden. Hält man etwas mehr Abstand, ist man also jedenfalls auf der sicheren Seite und verhindert so einen äußerst gefährlichen Dominosturz. Falls euch interessiert, was passieren würde, wenn man bei einem freien Sturz ins Klettersteigset unter dem Verunfallten steht,
ist das recht einfach darzustellen. Im Worst-Case-Szenario könnte die Belastung bis zu maximal 6 kN betragen. Stürzt jemand mit dieser Kraft auf euch, entspricht das einem Trabi P50, den man auf euch drauflegt. Falls sich das unangenehm anhören sollte, empfehle ich dringend, Sicherheitsabstände einzuhalten. Übrigens noch eine kleine persönliche Note: Wenn ich persönlich am Klettersteig schon den Atem des Hintermanns im Nacken spüre, dann werde ich grundsätzlich immer sehr langsam und halte auch gerne 25 Minuten undiplomatische, etwas energische Vorträge zum Thema Sicherheit. Regel Nummer 2: Das Überholen. Ja, das hört sich jetzt irgendwie doof an, wenn man ja so viel Abstand halten soll. Wie will man dann eigentlich noch richtig überholen? Tja, fürs Überholen gibt es ein paar gute Tipps. Zuerst mal, man überholt nicht im steilen Gelände und man überholt nicht in langen senkrechten Passagen. Außerdem, man überholt nur, wenn man das vorher aus einer eben sicheren Entfernung mit dem Vorgänger abgesprochen hat. Kommunikation ist also sehr wichtig. Bedeutet auch, dass man miteinander reden muss und sich verständigen sollte, auch wenn man vielleicht schon genervt ist. Was man jedenfalls nicht tun sollte, ist, dem Vordermann so am Arsch zu kleben, dass der sich freiwillig irgendwie zur Seite quetscht, damit man sich endlich, auf gut Österreichisch, damit man sich endlich schleicht. Das ist zwar möglich, ist aber das Pendant zu jemandem auf der Autobahn so nahe auffahren, bis derjenige aus Angst vor einem Unfall die Spur wechselt. Doch im Gegensatz zur Autobahn haben wir hier sogar 2 Münder und 4 Ohren, die sich hier abstimmen können. Will man überholen, sollte man eine flache und einfache Passage wählen. Außerdem kann man auch in steileren Stücken überholen, wenn man mit dem Vordermann abgesprochen hat, dass sich dieser in eine Selbstsicherungsschlinge einhängt und so lange wartet, bis man eben an ihm vorbei ist. Das muss aber eben vorher geklärt werden. Hängt die Person vorn in der Selbstsicherungsschlinge an einer Verankerung, ist das Überholen grundsätzlich sicher. Jedoch sollte das wieder nicht mitten im schwersten Stück passieren, weil man dann wieder eine Zeit lang eine andere Person im Sturzfeld nach unten hat. Überholen sollte also gut abgesprochen werden und vor allem innerhalb des Klettersteigs mit Hirn geplant werden. Nicht vor einer schweren Stelle und nicht, wenn bereits Stau oder Bedrängnis vorherrscht. Beim Überholen selbst bitte nicht stressen. Also einen Karabiner nach dem anderen umhängen. Regel Nummer 3: Realistisch sein. Bei jedem Modeklettersteig ist es am Wochenende das gleiche. Überforderte Menschen wissen mitten im Steig nicht mehr weiter. Bei mir ist deshalb das Rettungsmaterial mittlerweile standardmäßig am Gurt, auch wenn ich nur sehr selten auf solchen Steigen unterwegs bin. Wer sich aber überschätzt, bringt sich damit nicht einfach nur in eine unangenehme Situation, sondern gefährdet sich selbst und auch andere drastisch. Ein Sturz ins Klettersteigset kann trotzdem noch zu schwersten Verletzungen führen und auch bei anderen zu Schreckreaktionen führen. Insgesamt also nicht ideal, wenn man sich überschätzt. Deshalb, ohne eine realistische Selbsteinschätzung geht das einfach nicht. Bitte, bitte, bitte. Es ist mit dem Drängeln das größte Problem der Sportklettersteige. Leute, die einfach alles glauben zu können und zu schaffen. Klettersteige im oberen Schwierigkeitsgrad sind anstrengend und kraftraubend. Wirklich. Es ist nun mal so. Deshalb wichtigste Regel: Entweder die Klettersteige werden um einen halben Grad bis maximal einen Grad schwerer oder sie werden um ein Stück länger, aber niemals beides und niemals mehr. Super einfache Regel, wirklich, in einem Satz. Nochmal für alle zum Mitschreiben: Entweder die Klettersteige werden um einen halben bis maximal einen Grad schwerer oder sie werden um ein Stück länger. Oder, nicht und. Und ich muss das leider an dieser Stelle so betonen: Es geht nicht anders. Regel Nummer 4: Steinschlag. Bitte achtet auf alle Steine, auf die ihr draufsteigt. Es ist etwas, das ist am Anfang mühselig, das weiß ich, aber es ist wichtig und vor allem später mal geht's ganz automatisch. Man steigt auf nichts drauf, was sich bewegt, und man packt auch nichts an, was sich bewegt. Vor allem am Klettersteig. Da wir alle an einem Seil hängen und nicht einfach mal schnell ausweichen können, ist der Steinschlag einfach das Blödeste, was den unteren Gehern passieren kann. Natürlich können Missgeschicke und Versehen passieren und niemand reißt einem dafür den Kopf ab. Aber diese Versehen werden sehr viel seltener passieren, wenn man einfach Acht gibt. Also bitte macht das, und damit auch gleich ein weiterer Tipp, der quasi als Mini-Regel fungiert: der Helm. Ihr glaubt, der ist nur zu eurer eigenen Sicherheit? Nicht wirklich. Kriegt ihr einen Stein auf den Kopf, dann kann das zum Sturz führen und wieder eben gefährlich für andere sein. Regel Nummer 5: Versicherungen. Weder Lebensversicherung noch Kaskoversicherung sind hier gemeint, sondern die Seilversicherungen. Schaut euch gerade auf alpineren Steigen, die eventuell schon etwas älter sind, die Versicherungen an, bevor ihr beispielsweise eure Rastschlinge in die Verankerung hängt.
Liegt eine Verankerung nur noch lose im Bohrlauch, kann es sein, dass ihr sie durch den Gegendruck der Rastschlinge rauszieht und ihr so bis zur nächsten Absicherung abstürzt. Das wäre schlecht. Findet ihr eine faule Verankerung, so sagt das doch auch netterweise auch den Nachkommenden. Die freuen sich über einen kleinen Tipp zu ihrer Sicherheit und alles ist super. Seid ihr in einem gut gewarteten Sportklettersteig unterwegs und findet sowas, bitte meldet das unbedingt dem zuständigen Verband. Der steht meistens am Anfang oder am Ende oder auch im Internet dabei. Auch die Alpenvereinssektionen der entsprechenden Regionen wissen das in der Regel oder wissen, wo sie das herausfinden können. Kommen wir zum Fazit. Das waren jetzt Verhaltensregeln. Es gibt einige Dinge, die man im Steig beachten sollte, aber das betrifft weniger das Zwischenmenschliche und hat weniger Auswirkungen auf das Zwischenmenschliche. Heute ging es vor allem um so ungeschriebene Regeln untereinander. Auch wenn das Video heute länger war, hier nochmal an dieser Stelle. Haltet euch einfach alle an diese Regeln. Es sollte keine gute Tugend sein, diese 5 Punkte zu beachten, sondern das absolute Minimum, was wir im Umgang miteinander am Steig einhalten sollten. Ich sehe fast niemanden im Klettersteig, der das alles befolgt und ich möchte euch inständig bitten, dass ihr es ab jetzt tut, wenn ihr es nicht sowieso schon tut, weil ihr die korrekteste Community seid. Aber auch, wenn ihr Leute kennt und seht, die nicht nach diesen Regeln spielen, macht sie bitte darauf aufmerksam, dass sie einfach gefährlich unterwegs sind. Für sich gefährlich, aber auch gefährlich für andere. Dieser Sport wird in nächster Zeit nicht aus der Mode kommen, deshalb sollten wir uns echt zusammenreißen und alle an einem Stahlseil ziehen. An dieser Stelle der Hinweis, wenn euch das Projekt Alpen Academy gefällt und euch hilft, denkt daran, dass alle Inhalte kostenlos sind, keine Videos hinter Paywalls versteckt werden, schlichtweg, weil ihr es so möglich macht. Alle Infos dazu findet ihr hier oder in der Videobeschreibung. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch wie immer eine wunderschöne Zeit und Bergheil!